Willkommen in das Riesenflöz. Einer muss noch aufbauen. Verbindung. So. Der ist jetzt auch da. Dann. Wir haben hier vier Bosse. Wir stehen hier unten am Strand. Na komm, ich bin nicht der Tank. Ich bin auch nicht der Heiler. So, los geht's. Ich bin gerade etwas abgelenkt, weil ich habe nämlich ewig gewartet wieder auf den Invite. Und habe zwischendurch ein bisschen am Handy gespielt, weil weiß ja nie, was du sonst machen sollst, wenn du so dastehst und wartest und wartest und wartest. Ja, und das eine Match wollte ich jetzt noch fertig machen, was jetzt fertig ist. Und dann kann ich mich komplett hier drauf konzentrieren. Warum rennt der Tank eigentlich vor, wenn hier hinten noch Mobs laufen? So. Ja, ich hasse manche Tanks, die wirklich einfach vorrennen, denken, ja, passt schon. Sind alle 120, weil es eine Inni ab 120 ist. Deswegen, ich verstehe das nicht. Oh, armer Tank, sind wir gleich tot. Also eben mit der Gruppe, das hat mir besser gefallen. Also bei dem Video, was gestern erschienen ist. So. Wir laufen hier links entlang. Ja, bei dem Energieschild sollte man halt immer darauf achten, dass man nicht unbedingt davor steht und Schaden macht. Ich weiß nicht, ob der Schaden dann zurückgeworfen wird oder ob er einfach abgeblockt wird. So, bei den ganzen Mobs sollte man immer schön aufpassen. Hier sind, hier werden Bomben geschossen oder was das sind. Ey. Du Rohling, du. Soll ich dich mal brennen? Wo war denn das Riesenflitz gewesen? Aber Quest haben wir hier keine, wenn ich richtig sehe. Wir stellen uns besser hinten dran, dann können wir nämlich einfach weiter schaden.
Energieschild blockt Schaden vor der Einheit. Genau. Und dann kommt er wieder raus, der Drecksack. Kommt ja schon wieder einer raus. So, das ist der erste Boss. Münzbetriebener Meuteverprügler. Tötungsprotokolle autorisiert. Okay, also da muss man auch auf den achten. Und er schmeißt Bomben. Beschädigung, Tötungsprotokolle autorisiert. Okay, also schockende Klaue. Sollte man aufpassen. Da wird da kommt dann ein Blitz raus. Hier jetzt bei dem Schockimpuls wird man einfach durch die Gegend. Ah, die Bomben kann man auf den schmeißen, okay. Stromspannung erhöht. Und das war der erste Boss. Und wir bekommen nichts. Wir sind es ja gewohnt. Das war der erste Boss. Der zweite ist da hinten. Okay. Die steigen. Also bei den Bomben sollte man auch immer schön aufpassen. Vor allem, wenn dann vier Stück auf einmal explodieren. Ich glaube, das tut nach der zweiten oder dritten ganz schön weh. Da hinten müssen wir ja nicht hin, oder? Nö. Also hier reicht es dann, wenn wir hier hochgehen. Ach, das sind... Okay. Nee, ich heb das nicht auf. Ich bin am Überlegen, ob wir nach den... Nachdem wir alle Inis durch haben... Ob wir dann erstmal. Der eine ist zu weit drüben gelaufen. Wenn wir die Inis fertig haben, ob wir dann vielleicht erstmal ein richtig geiles Interface bauen. Bevor wir nach Suldasa gehen. Ja,
Ey, der Tank läuft schon wieder vor. Ich hasse das. Komm, lauf noch weiter. Ja, ich habe mir mal die Schultern angezogen, auch während ich gewartet habe. Die hier konnte einen Bonus aktivieren. Wo die Primärwerte erhöht werden können durch solche Tröpfen, ja, Tröpfchen. Kugeln, würde ich eher sagen. Hier so ein. Und da haben wir jetzt Primärwert um 145. Ab und zu soll wohl auch mal eine kommen, die irgendwas um 280 oder so erhöht. Wer ist denn da jetzt weggelaufen? Irgendeiner ist jetzt weggelaufen, dass der Boss resettet hat. Geil. Und warten. Hallo? Ihr seid in meinem Reich nicht erwünscht. Entfesselt eure Macht! Der geht mir auf den Senkel. So. Erhebt euch. Entfesselt eure Macht. Ja, kann ich schon mal sagen. Also hier am besten zuerst die Erdwüter killen, weil die doch ziemlich nervig sind, eine Menge Schaden machen. Und wir haben eine Taille bekommen. Taille. 310, anziehen. Und wir müssen hier in die Lore springen. Schneller. So, nächste Boss. Da drüben. Da.
Ah, da wird man auch noch gefragt, ob man es haben kann. Ach, das war der Palla. Der kann doch Stoff eh nicht gebrauchen. Na, das ist doch auch schön, als Blob durch die Gegend zu laufen. Oh, das arme Versuchsobjekt. Wie viel sind es? 3. Ja. Transmutieren, Feind zu Glibber verwandelt. Also nicht mehr einfroschen, sondern ein Glibbern. Hey Leute, wenn ihr Sachen nicht braucht, nehme ich alles nur zum Alpenlevel pushen. Hm, schon klar. Wo kommt denn jetzt Machtwort Seelenstärke her? Der geht mir auf den Senkel. In den Tank jetzt hin. Ach, die sind schon vorgelaufen. So, hier oben ist der nächste Boss. Sehen wir schon? Ach, da. Rixer Flugflamme. Nicht auf mich. Ich bin auf dem Ziel. Warnung, Boss voraus. Die Kugel nicht holen. Ich liebe den Geruch von Treibstoff am Morgen. Ich liebe den Geruch von Treibstoff am Morgen. Also aus dem Azurit hier sollte man rausgehen und ansonsten kriegt man nur das Treibgas Brand zugeschossen. So, wir müssen jetzt einmal hier durch und irgendwo da hinten müsste dann der nächste Boss sein. Was ist das hier eigentlich für verursacht alle 9000 Schaden.
Ey. Oh. Ich habe kein Ziel. Also ich hasse die Mobs in dieser Injection. Das ist... Das ist einfach nur schlimm hier. Vor allem wenn ich überlege, dass ich hier noch so oft heroisch rein muss, dass wir endlich Raid machen können. Also was heißt hier? Die ganzen Innis machen. Die sind halt schon eine Herausforderung gegenüber den ganzen Legion-Innis, wo man nach 5 Minuten durch war. Und fort mit. So, wo ist der Boss? Da. Oben. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich sag mal, von den Kriecherminen kann man sich schon treffen lassen. So viel Schaden machen die jetzt auch nicht. Ich sag mal, der Debuff ist halt nervig, dass man dann auch Schaden danach kriegt, aber ansonsten müsste das eigentlich jeder 2-3 Mal aushalten ohne Probleme. Und hier oben kommt Mogul Ratz. Wie viel Sachschaden ihr hier angerichtet habt? Genau da gehört er hin. Sieht ein bisschen aus wie aus Uldua. Macht eine Rakete und ansonsten die Maschinenkanone, ja, kann man aushalten. Wofür bezahle ich euch Trottel eigentlich? Rauf da und repariert das! So, dann kommen hier irgendwelche Flugfacklerinnen. Müssen wahrscheinlich so schnell wie möglich platt gemacht werden, weil in der Zwischenzeit wird er die ganze Zeit geheilt. Ist noch einer. Machen wir überhaupt
Schaden? Ja, minimal. So, wie lange dauert das Ganze hier? Einstampfen. Hier rüber müsst ihr. Genau dahin. Einstampfen. Ich habe den zwar noch nie gemacht, den Boss, aber sowas erkennt man auch normal. Wenn hier so zwei komische Fässer stehen und der sonst keinen Schaden kriegt, dann muss man eins und eins kombinieren und dann hat man das Ergebnis. Und jetzt ist er auch noch alleine. Gut, Non-Elite. Das Riesenflötz geschafft. Und wieder nichts gekriegt. Boah. Schulter, gut, Schulter hätten wir jetzt nicht gebraucht. Schulter haben wir ja schon gekriegt. Gut, das war die Inni. Für die hatten wir auch keine Quest. Wir verlassen die Inni und melden uns dann direkt für die nächste an. Moment, Riesenflöz weg, kommen noch vier. Dann bis morgen. Tschüss.